Willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV, an einem wirklich spannenden Montagabend mit einem besonderen Gast. Bundeskanzler Christian Kern ist hier bei uns im Österreich Newsroom und im OE24-Studio zu einem wirklich ausführlichen Interview über seine bisherige Amtszeit und das, was hoffentlich noch alles kommen wird. Und wenn wir schon über die bisherige Amtszeit reden, dann muss ich sagen, Sie kamen ja in die Politik wie ein Wirbelwind eigentlich. Aus heiterem Himmel, keiner hat damit gerechnet, plötzlich waren Sie da. Und da gibt es jetzt zwei Theorien. Die eine, Gerhard Zeiler sagt, das war alles lange vorbereitet, ein Jahr lang, Sie haben das alles penibel geplant. Die andere sagt, Sie waren völlig überrascht. Wie war es wirklich? Naja, die Geschichte ist schon so, dass man so etwas eigentlich ja gar nicht planen kann, sondern das hängt von den Umständen ab. Und was erwartbar war, dass es in der SPÖ irgendwann einmal einen Wechsel gibt, da ist ja eine gewisse Stimmung entstanden. Das ist schon so. Insofern hat das einen Vorlauf gehabt, aber die Wahrheit ist, so eine Entscheidung kommt auf einem zu, wie ein, ich würde jetzt fast sagen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Da hast du ganz wenig Vorbereitungszeit und ich weiß noch meine ersten Stunden, nachdem das Parteipräsidium der SPÖ mich designiert hatte, das war ein Ritt, das war beachtlich. Also bis von da an hat mein Leben eine erstaunliche Wendung erfahren und ich habe dann festgestellt, was da eigentlich alles zu tun ist und wo man da eigentlich hineingeraten ist. Wie hat sich denn Ihr Leben verändert seither? Naja, eigentlich schon in einer gewissen Art und Weise. Erstens einmal ist man eine öffentliche Person. Du bist als ÖBB-Chef auch in einer gewissen Weise bekannt, aber es ist was anderes, ob du Bundeskanzler bist. Das heißt, du hast immer Öffentlichkeit, immer Beachtung, hast eigentlich kaum einen einsamen Moment der Ruhe, die ich eigentlich sehr schätze. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich muss sagen, ich habe als Manager, und die ÖBB ist ein großes Unternehmen, auch schon immer viel gearbeitet. Also das ist klar, 60-Stunden-Wochen sind da normal. Aber du hast dann hier noch einmal eine Beschleunigung und es ist eigentlich nie aus. Es ist jetzt keine Klage, aber Bundeskanzler bist du 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und das beeinflusst natürlich dein Leben auch in einer erheblichen Art und Weise. Wie halten Sie sich da eigentlich fit? Naja, ich bin ja ein großer Sportler, das ja, ist eben. Ein passionierter Sportler ja. Und schaue, dass ich am Morgen, bevor ich ins Büro komme, meine Sporteinheiten absolviere. Zu Hause oder Sie joggen und ganz, schauen? Ich habe ein ganz gemischt, also oft jogge ich ins Büro oder jogge im Prater, gehe dann gelegentlich in ein kleines Fitnessstudio, mache meine Bodenübungen zu Hause. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wenn man sportlich ist, sein Programm zu erledigen. Wie groß ist denn Ihre Zufriedenheit mit dem Job? Ist das so, wie Sie sich das erwartet haben oder ist es ganz anders? Ja, Zufriedenheit würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Gefühl ist, das sich bei mir eingestellt hat. Man muss sich das eigentlich so vorstellen. Das ist das Gefühl, als ob du mitten im Weltall auf einem Planeten in einer fremden Galaxie landest. Weil man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, du hast das nicht unter Kontrolle und es ändert sich alles. Weil in der Wirtschaft ist es zum Beispiel so, du schaust dir den Markt an, schaust die Bedürfnisse deiner Kunden an, schaust den Unternehmen an und schaust, wie du am besten erfolgreich Kundenbedürfnisse befriedigen kannst. Genauso wie sie an ihre Leser und ihre Seher jeden Tag denken müssen, um das Produkt gut zu machen. Sie schauen also, dass sie besser werden und etwas liefern, was die Kunden brauchen und schätzen. In der Politik ist das Prinzip bei vielen aber eher jenes zu sagen, naja, wir schauen einmal, dass es dem anderen schlechter geht und wenn wir den nur ordentlich beschädigen und runterziehen, na, dann wird es sich für uns möglicherweise gut ausgehen. Das ist persönlich, halte ich das für irre und einer der Gründe, warum wir heute so dort stehen, wo wir stehen, dass nämlich die Menschen oft den Respekt vor der Politik verloren haben. Aber es ist das Spiel. Sie haben mir ja in einem unserer ersten Gespräche gesagt, das war das, was Sie eigentlich am meisten schockiert hat, ne? Dass man da plötzlich in einer Welt ist, wo nicht mehr rational gedacht, sondern eigentlich nur gefault wird.
das ist tatsächlich so, weil ich glaube, es liegt an den Maßstäben, weil du hast einmal alle 5 Jahre diese Wahl, dazwischen gibt es vielleicht Umfragen, die man vielleicht auch nicht überbewerten sollte. In der Wirtschaft ist es anders, da musst du Quartal für Quartal schauen, dass deine Zahlen passen, dass deine Kunden zufrieden sind. Und dieser fehlende Maßstab führt dann dazu, dass man sich beginnt oder manche sich beginnen, mit den falschen Dingen zu beschäftigen. Was hat denn Ihr Vorgänger falsch gemacht? Warum ist er gescheitert? Also ich bitte Sie um Verständnis, aber ich tue mir leichter zu erklären, was Werner Faymann richtig gemacht hat. Der hat Österreich in einer wirklich schweren Wirtschaftskrise geführt. Die Performance hat gepasst. Er hat in dieser außerordentlichen Krise rund um die Flüchtlinge Haltung gezeigt. Also er hat sehr, sehr vieles richtig gemacht. In der Politik ist aber Dankbarkeit keine Kategorie. Das ist ein Satz von Bruno Kreisky. Und man muss dann halt am Ende zur Kenntnis nehmen, dass alles seine Zeit hat und dass man da in Entwicklungen eingebettet sind, die größer sind als eine Einzelperson. Und oft einmal liegen die Einschätzungen von Persönlichkeiten gar nicht so sehr in der Persönlichkeit selbst, sondern wie die Öffentlichkeit darauf reagiert, wie die Medien ihn darstellen, wie die Journalisten ein Bild in der Öffentlichkeit produzieren. In Ihrer ersten Pressekonferenz waren Sie ja dann noch ein bisschen outspokener, wenn ich so sagen darf. Da haben Sie gesagt, die SPÖ hat so ziemlich alles falsch gemacht in den letzten Jahren und wenn wir so weitermachen, fahren wir gegen die Wand. Ja, das war eine Analyse, die ja nicht nur für die SPÖ, sondern für die sozialdemokratischen Parteien in Europa generell gegolten hat. Da gab es ja wenig Höhenflüge in den letzten Jahren. Da ist die SPÖ in Österreich noch eine relativ starke Partei. Aber nach der Präsidentschaftswahl war ja klar und sichtbar, dass wir so nicht mehr weiter tun können, weil sich die Zeiten geändert haben. Und jede Zeit erfordert ihre Antworten, ihre unterschiedlichen Konzepte. Werner Faymann hat 2 Wahlen gewonnen, darf man nicht vergessen. Im Nachhinein verschwindet das oft, hat die SPÖ erfolgreich geführt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man einen Wechsel vornimmt und es mit anderen Menschen und anderen Methoden probiert. Aber Sie können einem ja fast leid tun, weil eigentlich übernehmen Sie ein Wrack, ein politisches Wrack. Naja, also bitte, wenn man sich das jetzt anschaut, die Wahl im 2. Bezirk, also da sind nicht einmal mehr die Pensionisten, die ja bisher sozusagen eine verlässliche Größe oder die letzte verlässliche Größe in der SPÖ waren, wählen gegangen. Und die Partei hat mit Bomben und Granaten gegen die Grünen verloren. Das muss sie doch eigentlich schockieren, oder? Nein, schockieren tut mich das gar nicht. Ich kann den Grünen nur gratulieren. Die haben offenbar etwas richtig gemacht, was die anderen nicht richtig gemacht haben. Also Hut ab. Man muss allerdings dazu sagen, das war schon Die anderen sind Sie, wenn ich das einmal so... Naja, Sie und meine Freunde, ist schon so, also das ist schon so, aber die Wahrheit ist natürlich, das war eine ganz außerordentliche Wahl, wo in weit kein besonderes Interesse dahinter war, es nicht gelungen ist, die eigenen Wähler zu mobilisieren. Das ist bei einer Wahl auf Wiener Landesebene oder im Bund oder bei einer sonstigen breiteren Wahl mit Sicherheit ganz anders. Aber dass Ihre Partei ziemlich kaputt derzeit ist, bestreiten Sie nicht, oder? Also ich bestreite, dass sie kaputt ist, aber ich bestreite nicht, dass es Probleme gibt. Weil das war ja heute sozusagen auch das Signal, das Sie setzen wollen. Ich will in der SPÖ neu beginnen, am besten dort, wo Bruno Kreisky aufgehört hat, wenn ich das richtig verstehe. Ich will wieder die Künstler gewinnen, die Intellektuellen, vor allem die Jungen, nehme ich an. Mhm. Die sind ja doch ein bisschen auf Ciao derzeit zur SPÖ. Ja, wobei mein Eindruck ist, aus den vielen Veranstaltungen, die ich in den Bundesländern und draußen habe, dass sich da jetzt langsam wieder die Stimmung ändert und wir viel Zuspruch erfahren mit dem, was wir vorhaben und mit dem, wofür wir stehen. Aber es stimmt, ich bin bei dem Vergleich mit Bruno Kreisky deshalb sehr, sehr zurückhaltend, weil das sind einfach riesige Schuhe, die man sich da anzieht. Kreisky ist ja ein großes Vorbild. Das würde ich so nicht formulieren. Kreisky ist ein Vorbild. Ich bin ein großer Kenner der Persönlichkeit und Geschichte Viktor Adlers, des Parteigründers, sehr beeindruckend. Franz Fornitzky hat mein Denken sicher auch in einer nachhaltigen Art und Weise geprägt. Das sind die 3 sozusagen. Die 3 würde ich vielleicht herausheben, ja. Mhm. Ja. Und Sie wollen aber trotzdem bewusst ein bisschen die Kreisky-Ära neu beleben? Ja, im Sinne, dass es ein breites Bündnis wieder braucht, dass die SPÖ sozusagen als Plattform für gesellschaftliche Veränderungen sieht und akzeptiert. Und das ist verloren gegangen, das stimmt, das ist immer enger geworden. Wir haben vielleicht viel zu oft im eigenen Saft gebraten und jetzt wieder die Fenster aufzumachen, frische Luft reinzulassen, das ist das Gebot der Stunde. Jetzt bewundere ich Sie seit vielen Jahren als Optimisten. Teilweise ist das ja auch schon sehr gut geglückt, wie bei den ÖBB. Aber den Optimismus, aus der SPÖ eine moderne Partei
zu machen, den finde ich schon fast bewundernswert. Was soll denn da konkret passieren, um diese Partei wieder modern zu machen? Was soll konkret passieren? Sie werden es erleben. Wir werden eine Wette abschließen, ja. Punkt 1. Traue ich mich nicht mehr nach der ÖBB-Geschichte mit Ihnen zu wetten, aber trotzdem. Ja. Aber der zweite Punkt, von Viktor Adler gibt es einen schönen Satz, der gesagt hat, ich bin Optimist aus Überzeugung. Nicht nur, weil es meinem Naturell entspricht, sondern weil ich glaube, ohne Optimismus kannst du gar nichts erreichen. Ja. Das sehe ich auch ein bisschen so, aber es ist ja kein Selbstbeschwörungsritual, sondern was ist die Analyse? Unsere Zeit verändert sich. Wir erleben den Aufstieg des Rechtspopulismus. Wir erleben eine unglaubliche Unzufriedenheit, weil viele Menschen den Eindruck haben, von der Wohlstandsentwicklung haben sie nichts mehr. Sie bleiben auf der Strecke, kommen nicht mehr mit, profitieren nicht mehr. Das geht weit in die Mittelschichten hinein, weit in die Mittelschichten hinein. Das sind klassische sozialdemokratische Problemstellungen und Fragestellungen. Und ich glaube, dass wir mit unserer Historie, mit dem, wofür wir stehen, sozialen Ausgleich für das Gemeinsame, für die Modernisierung unserer Gesellschaft, dass wir dafür bestens vorbereitet sind, auch in Zukunft eine gestaltende, wenn nicht die gestaltende Kraft zu sein. Sie wollen den Parteivorsitzenden unter anderem per Urabstimmung von allen Mitgliedern wählen lassen. Ja, richtig? Das stimmt. Ja. Das wird mein Vorschlag sein. Man wird sehen, ob die SPÖ dem folgt. Das heißt, es soll wieder eine wirklich demokratische Bewegung werden, die SPÖ? Absolut, auf breiter Basis. Und die SPÖ hat den Vorsitzenden noch nie in einer Urwahl gewählt. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Symbol, dass wir sagen, es gibt ein paar Punkte, wo alle Mitglieder, alle, die dabei sind, mitreden dürfen. Und nur den Vorsitzenden oder auch die Abgeordneten zum Beispiel? Also wir werden das Konzept jetzt entwickeln und werden das im Mai am Parteitag vorlegen. Wie weit das geht, wird man sehen. Ich finde es jetzt mal einen guten Schritt, wenn man mit dem Vorsitzenden beginnt. Und Sie wollen Mitgliederbefragungen machen, regelmäßige? Das ist das Ziel. Wir haben da mit CETA und TTIP begonnen, wollten damit eine breite Diskussion in Österreich über das Handelsabkommen initiieren, mussten feststellen, dass das eher mittelmäßig gut gelungen ist. Aber vom Prinzip, das Abkommen oder die Abstimmung? Ja, das Abkommen hat auch seine Schwächen, aber auch die Abstimmung natürlich, weil was ja mein Ziel war, war, ich wollte diesen komplexen Sachverhalt nehmen und österreichweit eine breite Diskussion darüber entfachen. Mhm. So, das ist, muss man realistisch konzidieren, nicht gelungen. Naja, weil, also ich hätte mir vorgestellt, dass wir jenseits der Medien in den Städten draußen, in den Regionen, in den Parteistrukturen noch eine viel intensivere Auseinandersetzung haben. Es haben sich viele Leute beteiligt, das war gut. Es haben viele Beiträge geleistet, das war auch sehr gut. Aber eine Massenbewegung ist diese Diskussion nicht gewesen. Aber jetzt haben Sie ein klares Votum. Jetzt haben wir ein klares Votum, ja. 90% oder so in etwa, wenn ich mich erinnere. In der Größenordnung. Und jetzt haben Sie sozusagen eine schwere Bürde am Rücken, weil diese 90% werden Sie nicht gleich enttäuschen können. Naja, das ist auch keine Bürde, sondern das ist am Rücken, sondern das ist Rückenwind. Weil, was ist der Punkt? Wir sind ja der Meinung, Freihandel ist positiv für die österreichische Wirtschaft, weil wir eine exportorientierte Industrie und Wirtschaft haben. Das Problem mit diesen Freihandelsabkommen ist allerdings, dass da eine Reihe von Dingen mitgeregelt werden, die meiner Meinung nach nicht in ein Freihandelsabkommen hineingehören. Zum Beispiel die Frage, wie wir unsere sogenannte Daseinsvorsorge organisieren, also Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Strom, Gaswirtschaft und so weiter. Da gibt es Regeln drinnen, wie wir es mit Sozial- und Umweltstandards mitgehen und wie Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten gehen. Die 90% wollen ja nicht, dass sie CETA reformieren, sondern die wollen, dass sie CETA verhindern. Nein. Also die Frage, werden sie CETA verhindern? Die 90% haben 5 Fragen beantwortet, wo es um die vorläufige Anwendbarkeit geht, wo es um die Privatisierung der Daseinsvorsorge geht. Und unser Ziel ist es, hier Verbesserungen zu erreichen. Und ich sage Ihnen, die haben wir nur deshalb erreicht, weil wir uns wirklich auf die Hinterfüße gestellt haben. Aber werden Sie es wirklich blockieren? Werden Sie sagen, nein? Wenn sich das Abkommen nicht verbessert, dann stehen wir natürlich da mit größter Kritik dem gegenüber und dann ist eine Unterzeichnung nicht vorstellbar. Aber was wir jetzt tun, ist, wir machen ja nicht eine Abstimmung und sagen so, das war's, sondern was jetzt passiert ist, es gibt einen intensivsten Verhandlungsprozess. Ich habe den Justin Trudeau getroffen, ich habe die Handelsministerin getroffen, ich habe mit der EU-Kommission über das Thema verhandelt, der Vizekanzler hat sich bei der EU-Kommission verwendet, beim Handelsministerrat. Und jetzt ist das Ziel, gemeinsam Verbesserungen zu erreichen. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie die Verbesserungen erreichen und Ja sagen werden? Oder haben Sie das Gefühl, dass das nicht funktioniert und Sie letztendlich Nein sagen werden? Also ich kann Ihnen nur beschreiben, was das Bild ist. Da gibt es einen großen Druck auf Österreich.
in Österreich natürlich, aus der EU-Kommission, aus der EU selbst, natürlich auch von den Kanadiern. Aber ich habe gelernt, wenn du nicht dich auf deine Hinterfüße stellst und mit aller Klarheit sagst, so sind wir nicht dabei, dann erreichst du gar nichts. Und da hilft auch die Mitgliederbefragung, weil es uns möglich gemacht hat, klarzumachen, dass das wirklich unser Ernst ist. Ist mir klar, aber wird es eher so enden, dass Sie sagen, ich bin optimistisch, wir werden das schaffen und letztendlich Ja sagen können? Oder wird es eher so enden, dass Sie sagen, ich bin pessimistisch, es wird ein Nein herauskommen? Wir haben am Freitag eine lange Verhandlungsrunde gehabt, werden am Mittwoch die nächste haben. Wenn das, was hier verbal zugesagt worden ist, bezüglich dieser drei kritischen Punkte, wirklich dann in eine rechtsverbindliche Vereinbarung gegossen wird, dann ist das für mich in Ordnung und dann kann man auch vorschlagen. Dann wird ein Ja herauskommen. Dann kann man, dann kommt zunächst einmal die Unterzeichnung raus. Aber mir ist ganz wichtig, dass bei den kritischen Punkten das österreichische Parlament die letzte Entscheidung hat, ob wir dann das Abkommen ratifizieren. Volksabstimmung wird es aber keine geben. Ich habe die Erfahrung jetzt mit unserer CETA-Befragung gemacht und festgestellt, dass es sehr schwierig ist, die Komplexität dieses Abkommens in eine Befragung zu gießen. Also es deutet viel auf ein stark verbessertes CETA hin, zu dem Sie Ja sagen können. Das ist das Ziel, da gibt es entsprechende Zusagen, aber das ist ein knochentrockener Verhandlungsprozess und wir werden sehen, ob das, was da gesagt wird, auch wirklich in eine juristisch verbindliche Vereinbarung kommt. War schon mal eine ganz spannende Ansage, Herr Bundeskanzler. Wir melden uns mit gleich noch ein paar spannenden Ansagen wieder nach dieser Werbepause.